Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Midi-Urs. Heute müssen wir mal wieder ein wenig Kaffee quatschen. Showtime, folks! Und zwar bin ich auf der Rapmobil gewesen gestern, also den Freitag, den letzten Tag. Das möchte ich euch so ein bisschen ersparen, weil das ist teilweise doch sehr chaotisch. Es sind unfassbar viele Menschen, es sind unfassbar viele Hersteller, Aufbauer, whatever. Also es ist für den einen oder anderen echt reizüberflutend. Und nein. Also ich habe mich mit den Leuten getroffen, mit denen ich mich treffen wollte, was mir auch wirklich wichtig war, denn hier steht so das ein oder andere Projekt an. Und da steht das ein oder andere Projekt an, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und ich möchte euch mal so ein klitzekleines bisschen irgendwie so in diesen Dachboden zwischen meinen Ohren mitnehmen, was so verschiedentlich passiert ist, gerade in der letzten Zeit und was hier gerade weiter passiert. Also ich befinde mich hier in meiner Lieblingsküche, in meiner neuen Küche. Damit ist wieder ein ganz großes Projekt hier auf dem Hof, Haken hinter, next. Deswegen gehen uns aber noch ganz lange nicht die Projekte aus. Ich habe in meinem Hauptjob die Stunden reduziert und in dem Moment schlagen die Anfragen für Kurse ein wie geschnitten Brot. Und das ist schon ziemlich schräg. Es ist geil, aber es ist schräg. Irgendwie ist es schräg. Was jetzt tatsächlich im Juni losgeht, ist, dass wir 55 Justizwachtmeister im Landkreis Stade schulen. Im Landgericht Stade schulen. Und zwar in erweiterten Maßnahmen der ersten Hilfe, also im Grunde in Richtung Stop the Bleed oder medizinische Leckabwehr, wenn man so will. Da soll es dahin gehen, dass die halt auch eine Erweiterung der persönlichen Schutzausrüstung kriegen. Dahingehend Traumabandage, Tourniquet, komprimierte Gase und ein Chest-Ziel. Und da macht ein Chest-Ziel durchaus auch Sinn. Aus dem ganz einfachen Grund, dazu brauchst du gar nicht irgendwie eine Schusswunde, sondern wenn wir das mal nüchtern und per Licht betrachten, reicht eine in Gänze so lange Schere, um eine luftsaugende Wunde im Brustkorb zu veranstalten. Und dann kann die fachliche Luft durchaus eng werden. So, und um das einigermaßen in den Griff zu kriegen, dafür gibt es ein Chest-Ziel, das werden wir auch schulen. Die Form, wie wir schulen, wird eine andere. Und das wird ziemlich geil, wie ich finde, weil wir werden da die Möglichkeit haben, dass wir mit Kameras in dem entsprechenden Schulungsobjekt, das eine wird eine Gefängniszelle sein, das andere wird ein Schulungs- bzw. ein Verhandlungsraum sein. Und wir werden da mit einer Kamera arbeiten können, dahingehend, dass wir mit einer Kamera aufnehmen und zeitgleich in den Hörsaal im Grunde eine Live-Schaltung haben und von da aus tatsächlich ein videogestütztes Debriefing machen können. Das ist neu und das kriegt eine ganz andere Qualität. Das machen wir hier auf dem Hof schon häufig, da wo sich das anbietet und da wo das auch wirklich geht. Aber hier auf dem Hof, das ist im Grunde für Anfänger. Hier wissen wir, dass das funktioniert. Draußen im Wald und auf der Heide, hätte ich bald gesagt, irgendwie als Inhouse-Schulung beim Kunden, ist das schon eine andere Nummer, ist das eine andere Qualität. Und wir freuen uns wie die Schnitzel drauf. Wir haben da richtig Bock drauf. Weil das ist wie Ikea, ne? Entdecke die Möglichkeiten. So, ein weiterer Punkt, den wir machen werden, im Juli, in der Augusto-Victoria-Schule in Itzehoe finden sogenannte Vorhabentage statt. Das ist im Grunde eine verkürzte Projektwoche und da werden wir 3 Tage Erste Hilfe anbieten. Und wie immer, nicht die Schnarchlatten Erste Hilfe, sondern etwas, was funktioniert
Und wir werden die Kids mit ans patschnasse Händchen nehmen und in den Teil der Medizin mitnehmen, auf den wir wirklich Bock haben. Aber das Ganze in pädagogisch wertvoll und das Ganze nicht mit riesengroßer Schwanerei und Peng-Peng und halt die Schnauze, sondern so, dass es funktioniert und dass alle tatsächlich Spaß dran haben. Was ich richtig geil finde, ist, dass wir nach den Sommerferien genau in dieser Schule den Sanitätsdienst wieder mit Leben beatmen, befüllen werden. Da habe ich richtig Bock drauf. Weil ich kann noch so sehr drauf rumraten, dass man in Skandinavien irgendwie im Kindes- und Jugendalter mit erster Hilfe anfängt. Wenn ich, also ich alles will, dass sich hier etwas ändert, dann muss ich hier anfangen und dann muss ich bei den Kids anfangen. So, und das haben wir da gemacht und das werden wir auch drüben in der Grundschule in Redwisch machen. Und jetzt arbeiten wir gerade ein Konzept aus. Die Grundschule Redwisch hat einen Förderverein. Dieser Förderverein beschäftigt ein paar Damen, die sich in der Nachmittagsbetreuung um die Kinder kümmern nach Schulschluss. Mit denen Hausaufgaben machen, da so ein bisschen unterstützend bei sind. Aber vor allem aufpassen, dass die sich nicht gegenseitig da irgendwie die Köpfe einkloppen. Und die haben sehr wohl auch einen Bedarf an Erste Hilfe und die haben auch das Bedürfnis, beziehungsweise die müssen. So, wie immer mit Pflichtveranstaltungen, wenn es tatsächlich irgendwie Pflichtveranstaltungen wird, schnell. Und diesmal werden wir das Thema Pflichtveranstaltung etwas anders aufziehen und nicht so, dass es wirklich Spaß macht. Des Weiteren arbeiten wir gerade ein Konzept aus für den Förderverein, wo wir Erste Hilfe am Kind anbieten. Und zwar mit unseren praktischen Erfahrungen. Denn der Witz ist, dass in meinem Team, dass wir alle Eltern sind. Dass wir zum einen den medizinischen Hintergrund haben, dass wir aber vor allem auch Eltern sind. Dass wir Mamas sind, dass wir Papas sind. Und dass auch wir vor gewissen Katastrophen einfach nicht gefeit sind. Und wir nehmen euch mit an die Hand in den Teil der Medizin, auf den wir Bock haben. Wir hatten es gerade. Wir hatten gerade das Thema Redmobil und ich bin auf dem Stand von Lifeguard gewesen und ich habe diese wundervolle Traumabandage in die Finger gekriegt, die wir ausgiebig testen werden. Und also ich habe die Erste-Hilfe-Taschen von Lifeguard im Shop, die findet ihr auch unten. Ich habe die komprimierte Gase von Lifeguard, ich habe die Rettungsdecke von Lifeguard. Und ich habe die aus gutem Grund. Man könnte jetzt munkeln, weil ich davon überzeugt bin. Ich habe große Befürchtung, dass diese Traumabandage, die zwar im Packmaß her etwas größer ist, dass die aber so richtig schlecht nicht sein kann. Wir werden es ausprobieren, ich werde berichten und ich freue mich wie ein Schnitzel. Es war ein super Gespräch und ich rieche da so fachlich ein wenig Schwefel in der Luft. Ich glaube, da geht was, bin ich der Meinung. Ich war bei Vero am Stand, also bei Vero Medex am Stand bei Sönke Fischer und auch da super Gespräche, super fachliches Tennis gespielt, war mir echt ein Fest. Ich war bei 1A Medizintechnik bei Patrick Fitsch vor Ort, das war mir ebenfalls ein inneres Blümchen pflücken und ein echtes, war cool, war echt. So wie es aussieht, werden wir diese wundervollen Möbel hier als Helme für unsere Ausbilder beziehungsweise für die Leute für Sanitätsdienste kriegen. Ja, von Zeit zu Zeit macht so ein Helm durchaus Sinn. Aber wir arbeiten dann auch an anderen Spiel- und Gangarten. Aber das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik, hätte ich bald gesagt, Zukunftsmusik. Und da müssen wir nochmal ein bisschen drauf rumdenken. Auf einer Sache, die ich zum Beispiel rumdenke und schon relativ lange rumdenke, und das wird gerade nicht weniger, das ist zum Beispiel das Thema Katastrophenschutz. Ich bin nämlich felsenfest davon überzeugt, dass wir mal den Katastrophenschutz auf die Hebebühne nehmen, uns mal drunter stellen und abklopfen müssen. Eigentlich bin ich der Meinung, dass wir da viel, viel tiefer gehen müssen, die ganzen großen Organisationen erstmal in die neutralen Ecken zum Schemen stellen müssen und dass wir den Katastrophenschutz völlig neu denken müssen. Weil viele, viele große Schadenslagen haben gezeigt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die helfen wollen, die aber überhaupt gar keinen Bock
auf irgendwelche Hilfsorganisationen haben. Und aus gutem Grund, wie ich finde. Ich bin aus den meisten Hilfsorganisationen ja auch im Flickflack raus. Ja, eine Hilfsorganisation, aus der ich im Flickflack raus bin, das war der Falk e.V. damals in Hamburg. Die Regionalgruppe Hamburg gibt es schon lange nicht mehr. Und auch bei Falk wird sich ab November eine ganze Menge tun. Da wird der Rettungsdienst neu ausgeschrieben. Und nach einer Novellierung im Feuerwehr- und Rettungsdienstgesetz in Hamburg ist die Firma Falk raus. Und das Schöne ist, ich weiß warum. Und das hat seinen Ursprung vor langer, langer Zeit, dass man sich das dermaßen verbaut hat. Aber das Schöne ist, ich war mittendrin statt nur dabei. Und das ist das Schöne, damals konnte man auf mich hören, musste aber keiner. Und das ist jetzt letzten Endes die Konsequenz daraus. So dieses Prinzip, als er gerade war, brach er ab, was schade war. Da wird es also Neuerungen geben. Es kann gut möglich sein, dass dann nächstes Jahr wahrscheinlich auch der Krankentransport in Hamburg neu ausgeschrieben wird. Und das wird spannend. Das wird hauen und stechen. So zum Thema Rettungsdienst und neue Ausschreibung und so. Da haben von 4 großen Hilfsorganisationen 2 schon die Finger gehoben und haben zu verstehen gegeben, dass sie kein Angebot abgeben werden. Es wird gerade ein Running Gag, merkt ihr das? Ein Katastrophenschutz, der eher katastrophal als eine Hilfe ist. Ein Rettungsdienst, der sagt, machen wir nicht. Alter. Ernsthaft, das wird immer besser. Das ist echt genau mein Humor. Ne? Aber diese Zeit ist so ein bisschen wie Ikea. Entdecke die Möglichkeiten. Ne? Und ganz ehrlich, wenn wir mal irgendwie bei bestimmten Kooperationspartnern von mir und bei mir ins Lager gucken, haben wir mehr Katastrophenschutzmaterial als manche Hilfsorganisationen. Oder zumindest würde die das Weinen kriegen. Wir haben hier mit unserem Bürgermeister hier in meinem Dörfli den Deal, dass bei größerem Stromausfall, dass wir vorne am Gemeindezentrum eine Art Hausarztpraxenähnlichen Betrieb tatsächlich auf die Beine stellen, aber da zum Beispiel auch eine Art Pflegestation auch dazu bereitstellen mit bis zu 20 Betten. Warum? Weil wir es können. Was hat der Bund dazu gegeben? Nicht. You're welcome. Wir können aber zum Beispiel auch 2 Intensivfeldbetten aufbauen, mit Ursprung aus dem Bestand der US Army, die sie ausgemustert haben. Aber die sind ja auch gut. Und von daher, das ist gerade so ein bisschen wie Ikea, ne? Entdecke die Möglichkeiten. Und wir werden da mit Zelten arbeiten zur Triage. Wir werden da arbeiten mit eigenem Strom. Wir werden mit eigenem Licht, mit alles, mit scharfer Soße, mit Zwiebeln. Wir haben oder wir kriegen nächste Woche Info zur entsprechenden Lösung für Funkbetrieb. Wo ich mich ebenfalls auch schon freue wie ein Schnitzel drauf. Na, und wie gesagt, ich wie Ikea entdecke die Möglichkeiten. Und das ist nur so ein klitzekleiner Ausflug von dem, was gerade im Moment so gut kennt. Das war so der kurze Ausflug von dem, was so verschiedentlich ansteht. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.